Hallo und herzlich willkommen zu Smartphone Entdecken. Mein Name ist Manuel und im heutigen Video gehen wir darauf ein, wie wir mit unserem Smartphone die Tiefen des Internets entdecken und unsere Mails auch mobil immer griffbereit mit dabei haben. Fangen wir zunächst mit dem Browser an. Was ist überhaupt ein Browser? Viele kennen ihn vielleicht schon vom Computer oder Laptop. Ein Browser ist im Grunde ein Element, mit dem wir verschiedene Internetseiten aufrufen und uns anzeigen lassen können. Das heißt, wenn wir auf eine bestimmte Internetseite wollen, suchen wir uns zuerst einen Browser, klicken da drauf und haben dann die Möglichkeit, dort im Internet zu surfen. Insgesamt gibt es verschiedene Browser. Die größten sind Google Chrome, Safari und Firefox. Und haben wir ein iPhone, wird in den meisten Fällen Safari bereits installiert sein und auch der Browser sein, mit dem wir uns gleich beschäftigen. Für alle Android-Mobilgeräte sieht das Ganze etwas anders aus. Hier ist in den meisten Fällen Google Chrome bereits installiert, weil Android ja von Google ist. Es ist aber in den meisten Fällen immer ein hauseigener Browser, also ein Browser des jeweiligen Handyherstellers mit dabei. Wir wollen uns heute eben mit dem Safari-Browser auf unserem iPhone und dem Google Chrome-Browser auf unserem Samsung Galaxy S8 beschäftigen. Und dazu gehen wir jetzt einfach mal in den ersten Browser rein. Dafür nehmen wir uns unser Galaxy S8 und entsperren das Ganze. Und ich habe jetzt hier zwei Browser, auf die wir im Folgenden genauer eingehen wollen. Zum einen ist das der Chrome-Browser und zum anderen ist das der Browser, der hier Internet genannt wird. Das heißt, das ist der hauseigene von Samsung, der auch bereits auf dem Smartphone installiert ist. Und wir wollen uns aber jetzt einmal mit Chrome beschäftigen, weil Chrome eben auf den meisten anderen Smartphones verschiedener Hersteller ebenfalls installiert ist. Wenn wir unseren Browser öffnen, gelangen wir entweder auf die von uns zuletzt angesehene Internetseite oder eben auf die sogenannte Startseite. Und in meinem Fall ist das die Seite von Samsung, da das Handy von Samsung hergestellt wurde. Diese Seite kann sich aber beliebig einstellen lassen. Und dazu haben wir hier oben die drei kleinen Punkte. Da drücken wir drauf und schon öffnet sich hier ein Menü und da können wir die verschiedenen Sachen auswählen, unter anderem eben hier unten Einstellungen. Wenn wir zurück wollen, gehen wir hier unten wieder auf Zurück und haben nun weiterhin die Möglichkeit, hier auf die kleine 14 zu gehen. Diese 14 beschreibt im Grunde die verschiedenen Tabs, die wir offen haben, also verschiedene Internetseiten, die gleichzeitig geöffnet sind. Bei mir sind es 14. Wenn wir da drauf gehen, werden hier die letzten verwendeten Tabs angezeigt. Wir haben oben die Möglichkeit, auf das Plus zu drücken und eine weitere Seite zu öffnen, falls wir eben die Seite, auf der wir gerade sind, offen behalten wollen und trotzdem noch auf einer neuen surfen möchten. Und wir haben hier eben die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Seiten zu wechseln. Also können wir hier oben auf diese Seite tippen und gelangen dann eben auf die andere Seite, die wir vorher ausgewählt hatten. Nun wollen wir einmal genauer darauf eingehen, wie wir überhaupt Seiten suchen. Dafür haben wir hier oben die sogenannte Suchleiste. Das ist bei mir diese ovale Leiste. Und wenn man da drauf tippt, gelangt man sofort eben hier in den Bereich Suchbegriff oder Webadresse eingeben. Das heißt, wir können hier eine beliebige Seite eingeben, die wir besuchen möchten. Wir geben jetzt einfach mal exemplarisch die Seite web.de ein. Dafür tippen wir hier web.de und schon öffnet sich die Seite. Und auf dieser Seite haben wir jetzt die Möglichkeit, verschiedene Dinge anzutippen. Wollen wir aber eine andere Seite suchen, gehen wir wieder hier oben drauf. Es gibt nun in den meisten Browsern auch die Möglichkeit, nicht nur nach spezifischen Websites zu suchen, sondern auch nach Suchbegriffen. Das bedeutet, wir wissen noch überhaupt nicht, welche Seite wir denn genau besuchen wollen. Und dazu tippen wir ebenfalls wieder da oben rein und geben nun einen Suchbegriff ein. Zum Beispiel kann ich mich fragen, wie wird denn das Wetter morgen? Und dafür gebe ich hier oben einfach ein Wetter morgen, gehe auf Suchen und schon werden mir über Google verschiedene Vorschläge angezeigt. Internetseiten, auf die ich nun tippen und die ich öffnen kann. Google ist eine sogenannte Suchmaschine. Und neben Google gibt es noch weitere Suchmaschinen, zum Beispiel Ecosia oder Bing. In diesen Suchmaschinen haben wir die Möglichkeit, verschiedene Stichpunkte oder auch Fragen einzugeben und danach zu suchen. Und die Suchmaschine zeigt uns dann eben die Seiten im Internet an, von denen sie denkt, dass sie uns am meisten weiterhelfen. In den meisten Fällen müssen wir nicht mal auf die Seite einer Suchmaschine gehen, da unser Browser direkt eine Suchmaschine integriert hat. Das heißt, wir müssen hier oben in unserer Suchzeile eigentlich nur eingeben, wonach wir suchen wollen. Neben Wetter morgen können wir zum Beispiel auch nach
leckeren Rezepten suchen und schon werden uns eben die besten Seiten für leckere Rezepte angezeigt. Da haben wir nun die Möglichkeit, irgendwas auszuwählen und uns auf der Seite umzusehen. Haben wir nun eine Seite gefunden, gibt es weitere Möglichkeiten, die wir in unserem Browser haben. Hier oben sehen wir wieder diese drei kleinen Punkte und wenn wir da drauf gehen, sehen wir hier oben noch ein paar Symbole. Und diese Symbole stehen für Folgendes. Der kleine Stern hier oben zeigt an, dass wir die Seite zu unseren Favoriten hinzufügen können. Das heißt, wir tippen auf den Stern und setzen in dem Moment ein Lesezeichen. Das heißt, immer wenn wir die Seite suchen, können wir an einen speziellen Ort gehen. Den finden wir hier über die drei Punkte und dann Lesezeichen und können uns da dann eben alle Seiten, die wir gespeichert haben, anzeigen lassen. Ein weiteres Symbol ist eben dieser kleine Pfeil, der nach unten zeigt und das ist das sogenannte Download-Symbol. Wenn wir da drauf tippen, dann wird die Seite, die wir gerade geöffnet haben, heruntergeladen auf unser Smartphone. Das bedeutet, wir haben die auch verfügbar und können sie uns ansehen, auch wenn wir nicht im Internet sind. Das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn wir gerade eine Seite offen haben und wissen, dass wir gleich irgendwo hinkommen, wo wir eben kein Internet haben. Dann können wir auf diesen kleinen Pfeil drücken und die Seite ist auch offline für uns verfügbar. Nachdem wir nun einen groben Überblick darüber haben, wie der Browser Google Chrome auf unserem Samsung Galaxy funktioniert, gucken wir uns das Ganze nun einmal für unser iPhone XS an. Und das Ganze eben mit Safari. Wir sehen hier, wir können einfach auf die App Safari drücken und schon öffnet sich der Browser. Und in diesem Browser sind wir nun auf unserer Startseite, in diesem Fall google.com. Das heißt, wir können hier zum einen hingehen und direkt etwas suchen, entweder hier unten oder eben oben über unsere Suchleiste, wie wir das eben auch gemacht haben. Oder wir haben nun andere Funktionen. Die sehen wir in diesem Fall hier unten. Wir haben also hier einmal die Möglichkeit, uns unsere verschiedenen Tabs anzeigen zu lassen, wie wir das eben auch hatten, also wenn wir mehrere Internetseiten offen haben. Wir haben auch hier über das Plus unten in der Mitte die Möglichkeit, eben neue Tabs und neue Internetseiten hinzuzufügen, die wir öffnen möchten. Und wir können hier dann eben wieder auf Fertig gehen, wenn wir damit fertig sind oder nichts tun wollen und haben daneben die Möglichkeit, uns unsere Lesezeichen anzeigen zu lassen. Da tippen wir einmal drauf und sehen hier nun Favoriten und ein iPhone-Benutzerhandbuch. Wenn wir auf Favoriten gehen, können wir da uns unsere jeweiligen Favoriten ansehen. Wir drücken jetzt erstmal auf Fertig. Und haben aber auch hier einfach die Möglichkeit, über unsere Suchleiste oben verschiedene Seiten aufzurufen. Auch da nehmen wir jetzt einfach mal exemplarisch web.de. Zack, und öffnen das Ganze und sind dann eben auf der jeweiligen Seite. Wenn wir hier unten in die Mitte drücken, sehen wir, dass wir die Seite auch versenden können. Das bedeutet, wir können die Seite mit anderen teilen. Auch das ist in Chrome verfügbar und das funktioniert da über die drei kleinen Punkte, die wir am Rand gesehen haben. Da steht dann Teilen und hier haben wir eben unten direkt ein Symbol dafür, auf das wir drücken können. Und dann haben wir eben die Möglichkeit, das unter anderem über Nachrichten oder eine Mail zu teilen oder eben unsere Erinnerungen oder Notizen damit zu verknüpfen. Das heißt, wir verknüpfen dann die Homepage oder die Webseite, auf der wir gerade sind, in unsere Notizen und können sie von da jederzeit wieder aufrufen. Das machen wir jetzt erstmal nicht, sondern wir gehen jetzt darauf ein, wie wir hier vor und zurückkommen. Wenn wir also auf einer Seite sind und wissen aber, Moment, ich wollte mir doch eigentlich auf der Seite vorher noch was ansehen, haben wir hier unten ganz links und der kleine Pfeil daneben rechts die Möglichkeit, vor und zurück zu gehen. Dafür klicken wir da einfach drauf und gelangen dann zur vorherigen Seite. Wenn wir dann wieder auf die nächste Seite wollen, klicken wir hier unten eben wieder auf den anderen Pfeil. Wollen wir nun in einer Suchmaschine etwas suchen, haben wir auch da verschiedene Möglichkeiten. Und da möchte ich jetzt auch einmal ganz kurz drauf eingehen, einfach, dass wir einen Überblick bekommen. Dazu entsperren wir wieder unser Smartphone, gehen dann auf die Seite der jeweiligen Suchmaschine. Wir nehmen jetzt für das Beispiel einmal google.de. Gehen da drauf und haben nun eben folgende Möglichkeiten. Wir sehen hier oben einmal den Bereich Alle. Suchen wir also nun zum Beispiel nach dem Suchbegriff Fußball. Wir drücken da drauf und es wird nach Fußball gesucht. Jetzt sehen wir, wir haben auch hier wieder verschiedene Möglichkeiten. Zum einen haben wir hier oben Alle und da werden uns alle möglichen Nachrichten und Seiten über Fußball angezeigt. Egal eben ob Videos oder verschiedene andere Dinge, die damit zu tun haben oder eben Bilder hier unten. Wir können das aber auch separieren. Das heißt, wir suchen jetzt vielleicht nur nach Neuigkeiten zum Fußball, also Dinge, die heute oder vielleicht gestern passiert sind und uns in den Neuigkeiten angezeigt werden könnten. Dafür haben wir hier neben alle die Möglichkeit, auf News zu klicken. Da tippen wir drauf und gelangen nun zu allen News, also zu Artikeln aus verschiedenen Zeitungen, die uns eben was zu diesem Thema erzählen können.
Daneben haben wir die Möglichkeit, auf Videos zu klicken. Das heißt, uns werden Videos zu diesem Thema angezeigt. Und weiterhin gibt es noch Bilder oder Maps. Maps ist zum Beispiel interessant, wenn wir nach einer bestimmten Firma oder einem bestimmten Laden oder Geschäft suchen. Tippen wir hier oben einfach den Namen des Ladens ein, drücken dann auf Maps und gelangen dann zu der Karte, auf der wir uns eben dorthin navigieren lassen können. Jetzt, wo wir wissen, wie wir uns auf unserem Smartphone eben im Internet zurechtfinden, wollen wir uns nun damit beschäftigen, wie wir Mails auf unserem Smartphone verfügbar machen können. Und da gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten. Zum einen können wir eben auf die Webseite über den Browser des jeweiligen Mail-Anbieters gehen und da einfach unsere Mails online abrufen, so wie wir das im Grunde auch am Computer machen. Oder unsere zweite Möglichkeit, wir laden uns die App des jeweiligen Mail-Anbieters runter. Das ist bei den meisten mittlerweile möglich. Dazu gehen wir einfach auf unseren App Store, suchen nach dem bestimmten E-Mail-Anbieter und können dann in der Regel eine App herunterladen. Wir können das Ganze beispielsweise jetzt einmal für die web.de-App machen. Dazu nehmen wir unser Smartphone und haben nun die Möglichkeit, über den Play Store oder eben den App Store die App des jeweiligen Mail-Anbieters herunterzuladen. In meinem Fall habe ich das einmal mit web.de gemacht und wenn wir da drauf tippen, ist das Ganze eigentlich auch ganz einfach. Haben wir bereits eine Mailadresse, können wir die hier eingeben und haben dann die Möglichkeit, uns mit unserem Passwort eben anzumelden. Und da geben wir dann einfach beides ein und können uns dann eben direkt hier auf unserem Smartphone anmelden und Mails empfangen. Haben wir nun noch keine Mailadresse, können wir uns natürlich auch auf unserem Smartphone eine neue Mailadresse erstellen. Und das Ganze möchte ich jetzt auch einmal kurz mit web.de vormachen. Wir können danach ja vielleicht noch ganz kurz auf Google eingehen und wie wir uns eine Gmail-Adresse erstellen. Haben wir nun hier unsere App heruntergeladen, haben wir eben die Möglichkeit, uns entweder anzumelden oder, wir sehen das hier unten, kostenlos registrieren, ein neues Konto zu erstellen. Das ist im Grunde bei jedem Anbieter ähnlich. Wir sind also auf der Startseite, haben hier die Möglichkeit, unsere Mail-Adresse und unser Passwort einzugeben oder eben weiter unten uns für den jeweiligen Anbieter zu registrieren. Tippen wir da drauf, haben wir nun die Möglichkeit, uns unsere gewünschte Mail-Adresse einzugeben. In den folgenden Schritten werden wir dann einfach unsere Daten nach und nach eingeben, die das jeweilige Mail-Programm von uns benötigt, um im letzten Schritt dann eben zu bestätigen und auf unsere Seite zu kommen. Und ab da an können wir über die Mail-Adresse eben Mails versenden, empfangen und darauf antworten. Das Ganze funktioniert für Gmail ähnlich oder eigentlich gleich. Ich habe nun bereits ein Gmail-Konto und bin da auch angemeldet. Das heißt, wir gucken jetzt einmal, wie wir das Ganze machen, wenn wir eben bereits ein Konto haben. Dafür tippen wir auf die Gmail-App und haben dann die Möglichkeit, hier oben über das kleine Symbol in unsere Einstellungen zu gelangen. Da sind nun meine verschiedenen Konten zu sehen, die ich bereits habe. Möchte ich ein neues erstellen, habe ich hier unten die Möglichkeit, ein weiteres Konto hinzuzufügen. Da tippe ich dann drauf und habe hier eben nun die Möglichkeit, verschiedene Konten auch einzurichten. Das heißt, ich kann unter anderem auf Google gehen und eben ein Google-Konto erstellen, eine Google-Mail-Adresse erstellen. Ich habe auch die Möglichkeit, ein Outlook, ein Yahoo, ein GMX, T-Online, web.de oder sonstige Konten hinzuzufügen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Das heißt, habe ich sowohl ein Konto bei web.de als auch bei Google, kann ich hier eben beide Konten gleichzeitig abrufen und verschiedene Mails trotzdem hier auf einem Ort empfangen. Ähnlich funktioniert das Ganze beim iPhone. Wir haben auch hier die Möglichkeit, eben über die App Mail, die sehen wir hier oben, da reinzugehen und dann werden uns hier verschiedene Möglichkeiten vorgeschlagen, ebenso wie es auch gerade bei Google war. Wir können also auswählen zwischen unserem iCloud-Account, einem Exchange-Account, Google, Yahoo, AOL, Outlook. Wir haben hier noch die Möglichkeit, auf andere zu gehen und dann ganz individuell unsere Mail-Adresse, Namen und Passwort einzugeben. Das heißt, da könnten wir jetzt beispielsweise auch unser web.de-Konto verknüpfen. Wir haben also auch hier dann die Möglichkeit, uns mit den verschiedenen Konten zu verbinden. Ein Unterschied zum Google-Mail-Konto ist, dass wir hier zum Beispiel über unseren iCloud-Account, der also unsere Apple-ID ist, also das ist dasselbe, uns direkt anzumelden. Wir können uns hier aber kein Konto erstellen. Um ein Konto zu erstellen, gehen wir wieder über die Einstellungen. Dafür gehen wir auf unseren Homescreen und wählen dort Einstellungen aus. In den Einstellungen suchen wir dann nach dem Punkt Passwörter und Accounts. Und wenn wir da drauf gehen, sehen wir hier, dass wir eben einen Account hinzufügen können. Tippen wir da drauf, sehen wir eine ähnliche Seite wie eben. Das heißt, wir haben die verschiedenen Anbieter und können uns dazwischen entscheiden. Wir können auch hier jetzt wieder auf iCloud gehen und sehen dann, dass wir neben der bereits bestehenden Mailadresse nun auch eine neue Apple-ID erstellen können.
Diese Apple-ID ist im Grunde wieder ein komplettes Profil von uns. Das heißt, es ist zum einen eine E-Mail-Adresse, es sind aber auch unsere persönlichen Daten, sofern wir die eben angeben wollen. Und die können wir uns hier über diesen Punkt erstellen und haben dann auch automatisch eine Apple-E-Mail-Adresse, die wir mit unserem Mail-Postfach verknüpfen können. Wenn wir uns nun also ein eigenes Mail-Konto erstellt haben und eine E-Mail-Adresse besitzen, müssen wir uns natürlich auch noch in diesem Mail-Konto zurechtfinden. Ich möchte nun einmal für Google Mail darauf eingehen, wie wir unsere Einstellungen hier verwalten und wo wir was finden, weil das bei den meisten Anbietern eigentlich ähnlich ist. Also das, was wir jetzt hier vormachen, findet sich bei den meisten anderen Anbietern eigentlich auch fast genauso wieder. Wir sehen also hier, wir sind auf unserer Startseite, haben die verschiedenen Mails und wenn wir dann hier oben auf die drei waagerechten Striche gehen, die untereinander stehen, tippen wir da drauf und sehen dann eben hier verschiedene Möglichkeiten. Das sind zum einen unsere Ordner und zum anderen haben wir hier eben auch die Möglichkeit, gelöschte Mails wiederzufinden im Papierkorb. Da tippen wir dann einmal drauf und sehen, dass wir hier eben dann unsere gelöschten Mails haben. Wir können hier einstellen, dass der Papierkorb alle 30 Tage automatisch geleert werden soll. Das ist dann sinnvoll, wenn unser Postfach regelmäßig voll ist und wir eben Mails, die wir in den Papierkorb verschieben, auch direkt von unserem Mailkonto löschen wollen, sodass wir sie aber nicht wiederherstellen können. Außerdem haben wir hier die Möglichkeit, uns die verschiedenen Posteingänge anzeigen zu lassen. Haben wir also verschiedene Konten verknüpft, tippen wir hier oben auf das kleine Symbol und können dann die verschiedenen Konten auswählen. Und dann sehen wir eben die Mails des jeweiligen Kontos und können dazwischen auch wechseln. Wir haben weiterhin die Möglichkeit, über das Wischen von links nach rechts oder von rechts nach links zu entscheiden, was wir mit einer Mail machen wollen. Wir sehen das hier, wenn wir nach links wegwischen, wird das rot und es gibt ein kleines Mülleimer-Symbol. Das heißt, wir löschen die App, wenn wir nach links wischen. Und sollte ich nur nach rechts wischen, antworte ich auf die Mail. Diese Einstellungen für das Wischen nach links oder rechts ändern wir wieder über das Menü. Wir gehen nun nach ganz unten auf Einstellungen und wenn wir da sind, können wir hier nun allgemeine Einstellungen bearbeiten. Und diese allgemeinen Einstellungen können wir hier unten bei Aktionen beim Wischen verändern. Wir tippen da also drauf und sehen nun, dass entweder das Wischen nach rechts oder das Wischen nach links eben verschiedene Möglichkeiten hat. Wenn wir hier auf Ändern gehen, können wir jeweils auswählen, was wir stattdessen machen wollen. Wir sehen, es gibt die Möglichkeit Archivieren, Löschen, als gelesen markieren oder eben als ungelesen markieren, Verschieben, Zurückstellen oder keine Aktion. Das waren auch soweit die ersten groben Möglichkeiten, die wir mit unserem Mail-Programm haben. Jetzt, wo wir uns darum gekümmert haben, kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt. Und dieser wichtige Punkt sind Passwörter. Wir sind ja schon einmal ganz kurz darauf eingegangen, dass eben unser Google-Konto und unsere Apple-ID auf jeden Fall mit einem sicheren Passwort geschützt werden sollten. Alternativ zum Passwort gibt es bei vielen Geräten auch die Möglichkeit, eben sein Gesicht oder einen Fingerabdruck einzuscannen und den dann zu benutzen. So weiß das Handy jedes Mal, dass wir diejenigen sind, die den Zugriff auch erlaubt haben. Und das Ganze können wir in den Einstellungen unserer Smartphones eben aktivieren oder deaktivieren. Ich gehe jetzt im Folgenden einmal darauf ein, wie wir das machen. In unserem Samsung Galaxy machen wir das eigentlich wie beim iPhone auch, wieder über die Einstellungen. Wir gehen also wieder auf die Einstellungen und dann runter bis zum Punkt biometrische Daten und Sicherheit. Und hier können wir dann, wenn wir draufgehen, eben unsere Gesichtserkennung, die Iris oder Fingerabdrücke hinterlegen. Tippe ich da drauf, muss ich einmal die PIN für mein Handy bestätigen und habe dann im Folgenden die Möglichkeit, eben mein Gesicht zu speichern. Wenn ich das Ganze für meine Iris machen möchte, funktioniert das genauso. Ich muss erst meinen PIN vom Handy eingeben und dann kann ich das machen. Und dann gibt es bei verschiedenen Apps eben die Möglichkeit, diese Daten mit Passwörtern oder mit dem Zugang zu verschiedenen Funktionen zu verbinden. Beim iPhone funktioniert das Ganze ähnlich. Auch hier gehen wir wieder auf die Einstellungen und haben hier dann die Möglichkeit, Face ID und Code einzugeben. Da tippen wir drauf, müssen nun auch hier unseren Code einmal eingeben und haben dann eben die Möglichkeit zu sagen, wofür wir die Face ID verwenden können, also um unser Smartphone zu entsperren, um iTunes oder den App Store zu benutzen, um Apple Pay etwas zu bezahlen oder eben um Passwörter automatisch ausfüllen zu lassen. Und dafür können wir unsere Face ID dann hier zurücksetzen. Ich habe meine nämlich schon unterlassen. Wir können die hier zurücksetzen und eine neue Face ID einstellen oder eben, wenn noch keine eingestellt ist, hier eine neue Face ID festsetzen. In den meisten Fällen lässt es sich aber nicht vermeiden, ein Passwort einzustellen.
Generell lässt sich sagen, je länger ein Passwort, desto sicherer ist es auch. Und am allersichersten sind Passwörter, die nicht mal mehr richtige Wörter sind, sondern nur noch aus einer Aneinanderreihung von kleinen Großbuchstaben und Zahlen bestehen. Also Dinge, auf die überhaupt kein Mensch jemals kommen könnte. Und um so ein Passwort zu erstellen, lohnt es sich entweder selber mal richtig in die Tasten zu hauen oder man benutzt einen sogenannten Passwortgenerator. Das heißt, man geht zum Beispiel auf eine Webseite wie sicherespasswort.com und kann hier eben sich ein Passwort zufällig generieren lassen. Das heißt, es wird dann angezeigt und wir können das benutzen, sollten uns das natürlich in jedem Fall irgendwo notieren. Und damit man nicht zu Hause einen endlangen Zettel mit den verschiedenen Passwörtern hat oder sich alle Passwörter merken muss, gibt es eben die Möglichkeit eines sogenannten Passwortmanagers. Passwortmanager sind Anwendungen, die wir auf unserem Computer oder auch auf unserem Smartphone haben, wo wir alle Passwörter verknüpft mit den jeweiligen Websites, auf denen wir sie verwenden wollen, speichern können. Und das klingt natürlich im ersten Moment relativ unsicher. All unsere Passwörter auf einem Haufen. Aus diesem Grund ist es auch sehr wichtig, dass man sich vorher gut informiert, welcher Passwortmanager denn die höchsten Sicherheitsbedingungen erfüllt und welcher auch von anderen Menschen empfohlen wurde. Und dann sollte man sich natürlich für diesen Passwortmanager selber nochmal ein sehr sicheres Passwort ausdenken. Im Grunde führt das aber dazu, dass wir uns nur ein Passwort merken müssen und alle anderen Passwörter eben an einem Ort gespeichert haben. Das war es auch soweit erstmal dazu, wie wir die ersten Schritte im Internet machen, wie wir Mails auf unserem Smartphone abrufen und diese Mailkonten sicher mit einem guten Passwort schützen. Wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie diese gerne unten in die Kommentare und lassen Sie uns darüber diskutieren. Ich würde mich in jedem Fall freuen, Sie beim nächsten Video wiederzusehen. In diesem Sinne einen schönen Tag noch.